Willkommen zurück zu unserem lustigen Let's Play Assassin's Creed 2. Wir haben jetzt den Auftrag unserer Mutter, bei einer Aufgabe zu helfen, die wir natürlich annehmen, weil wir sind ein braver Sohn. Etwa? Ich weiß von deinem Kampf mit Vieri. Welcher Kampf? Ach bitte, du musst mir doch nichts vormachen. Er hat uns beleidigt. Das konnte ich nicht länger dulden. Er hat sicher Schwierigkeiten, mit den Anschuldigungen gegen seinen Vater umzugehen. Francesco de Pazzi ist vieles und nichts davon gut. Aber selbst ich hielt ihn nicht für einen Mörder. Was wird mit ihm geschehen? Es wird ein Verfahren geben. Wird Vater dort aussagen? Das muss er. Er nur hat die Beweise. Dennoch, ich wünschte mir eine andere Lösung. Mach dir keine Sorgen. Alle wollen Gerechtigkeit. Es ist eine unglückliche Geschichte, aber sie geht vorbei. Leonardos Werkstatt? Da sind okay. Wir. Also von der Zeit? Hallo, Leonardo. Madonna Maria. Das ist mein Sohn, Ezio. Molto onorato. L'onore è mio. Lasst mich erstmal die Gemälde holen. Ich bin sofort zurück. Er ist sehr talentiert. Immagino. Sich auszudrücken ist wichtig, um das Leben wirklich zu genießen. Ihn du interessiert's solltest ein Ventil nicht. Finden. Ich habe viele Ventile. Ich meinte Ventile, nicht Vaginas. Mutter. Zu euch nach Hause, Alter. Ach ja. Sie. Ezio, hilf Leonardo, ja? Was machst du so? Niemand kann eine Mutter so er peinlich berühren wie Vater. Eine Mutter. Ah, also wirst du Bankier. Bisher. Und du? Kunst, nicht wahr? Ganz ehrlich, kann ich mich nur schwer entscheiden. Malen ist nett, aber oft denke ich, meiner Arbeit fehlt es an Zweck. Macht das Sinn? Ich würde lieber praktischer arbeiten. Viel direkter. Architektur vielleicht. Oder Anatomie? Es reicht mir nicht, die Welt abzubilden. Ich will sie verändern. Ja, komm. Komm. Oh, Leonardo. Ich zweifle nicht, dass ihr große Dinge vollbringen werdet. Wir den Grazio, Madonna. Wie nett von euch. Ach, komm. Ey. Meine Früchte, ich fasse es nicht. Schon gut, ich hole neue. Yay. Geschafft. Danke für die Hilfe, mein Sohn. Ich will dich nicht länger von anderen Pflichten abhalten. Eine Freude, dich kennenzulernen. Ich hoffe, wir sehen uns bald. Ich auch. Yay! 100 Florin. Nicht schlecht. Also... Wieso schaut unsere Schwester so betrübt rein? Hey,
Hey, Claudia, wie geht's dir? Ganz gut. Du sollst mir doch nichts vormachen. Es ist du, Joe. Was ist mit ihm? Ich glaube, er war untreu. Wer sagt das? Die anderen Mädchen. Ich dachte, sie wären Freundinnen. Hyänen. Ohne die ging's dir besser. Ich liebte ihn. Nein, Claudia. Das hast du dir eingebildet. Er soll büßen für das, was er getan hat. Warte hier. Ich werde einen Takt mit ihm reden. Takt mit ihm reden. Das heißt... Ja, ich wollte gerade sagen. Aufspüren und bestrafen. Das heißt für mich also einen Takt reden. Fresse dick. Weg da. Bringt mir die Kranken und Verwundeten. Ja, bla bla. Oh. Feind von den Patzli, nicht gut. Oh. Eine herrenlose Schmuckkiste. Plündern. Schon. Duccio, wie wunderschön. Nur das Beste für dich, amore mio. Geht's noch? Die? Aber was ist mit Claudia? Ich dachte, ihr werdet einander versprochen. Vater sagt, mir gebührt was Besseres als eine Auditore. Hallo? Du Schurke! Komm, lass uns spazieren. Spazieren? Ich hatte etwas ganz anderes im Sinn. Oh, Duccio. Die schielt dir sogar noch. Sie hat gar nicht, aber hey, dafür hat sie gar nicht ein gebärfreudiges Becken. Duccio, mein Freund. Du beleidigst meine Schwester, gockelst mit dieser Putana. Wovon redest du überhaupt? Ich sah, was du ihr gabst. Hörte, was du sagtest. Wäre deiner Schwester ihre Keuschheit nicht so wichtig? Du brichst ihr Herz. Und jetzt werde ich dir die Nase brechen. Das will ich doch mal sehen. Ihr Auditore könnt alle reden. Aber wenn es dann ernst wird... Du wirst deine große Klappe bereuen. Ich hätte deiner Schwester viele Dinge beibringen können. Sie soll froh sein, jemanden wie mich gehabt zu haben. Bastardo! Schande. Komm her, komm her. Du kannst nach Hause gehen, kannst du. Pau. Basta, ich gebe auf. Lass Pussy. Die Finger von meiner Schwester. Ups. Pow, pow, pow. Du,
Klasse! Ja. So schaut's aus. Oh ja. Ezio, nein. Nein, Ezio, aus. Da lang. Nein, einfach durchgehen, bitte. Wo ist die jetzt? Was machst du hier draußen, Petruccio? Du solltest im Bett sein. Ich will diese Federn. Wofür? Ist ein Geheimnis. Wenn ich sie dir hole, gehst du dann wieder rein? Ja, versprochen. Oh. Ah. Ach, wie kann man diesem Blick eines kleinen Bruders nur widerstehen? Es geht nicht. Deswegen werden wir diesem Wunsch im nächsten Let's Play nachgehen. Bis dahin, habt eine angenehme Zeit. Danke fürs Zusehen und ciao.